Einen wunderschönen guten Morgen. Hey! Und willkommen zu 7 Days to Die. 7 Seconds to Obwohl Die. Obwohl es war eher 7 Seconds to Die. Nicht mal, das waren 2 Sekunden. Für die Leute, die sich fragen, warum hat der Dave jetzt einfach gemacht? Spinnt da denn? Ja, schaut die letzte Folge an. Denn meine Schaufel ist jetzt und mein alles, du hast alles kaputt gemacht. Ich hab jetzt doch alles von dir. Hab ich noch Dreck? Alles von. Ich hab noch Cobblestone. Schaufel hab ich von dir nicht mitgenommen. Ich guck mal gerade, ob ich noch was Dreck finde. Schau in deiner Hose nach, aber. Stein. Und zwar, die letzte Folge, ich weiß nicht, wenn ihr es angeschaut habt, wisst ihr, was Phase ist. Aber Luna war ja so ganz lieb und wollte für uns einen Swimmingpool bauen. Ja. Ich glaube, für die Koordination werde ich niemals zuständig sein. Eher fürs Trollen. Das war aber nicht mit Absicht, Mensch. Ich habe irgendwie, ich glaube, anders gedacht, als du es dir gedacht hast. Und von daher. So. Ja, ich merke schon. Und daher ich hoffe, der Dreck reicht. Ich brauche auf jeden Fall noch was zu trinken. Haben wir noch Wasser im Keller? Ja, wir haben noch ein Wasser, ja. Wasser, Lasser, Wasser. Wasser, Passel. Wow. Ist gleich 18 Uhr. Ich glaube, das wird gleich auch wieder ein bisschen spät. Ist mir egal, ich baue das jetzt durch. Immerhin sind wir jetzt schon bei Tag 2. Wow. Weil immer noch Leute nachfragen. Wir sind immer noch bei Tag 1. Obwohl wir schon tausendmal gesagt haben, Leute. Wir sind deswegen bei Tag 1, weil sich der Server zurücksetzt. Man kann zwar irgendwo eine Einstellung vornehmen, dass es nicht so ist, glaube ich, habe ich gehört. Ja, aber ich weiß nicht, wo die jetzt ist. Und so gut kenne ich mich jetzt mit Server auch nicht aus. Und der liebe Dave hat hier schon mal angefangen, ein kleines Paradies zu basteln. Schaut es euch an. Wunderschön, nicht wahr? Was, wie, wo, was, wo bist du? Ich glaube, wir machen uns da wirklich so eine schöne mittelalterliche Hofburg mit einem Lagerfeuer in den Ecken und überall Fackeln und einem Pferdestall. Das wäre doch mal cool. Das wäre doch mal cool. Was mir wirklich in solchen Spielen fehlt, egal, gut, bei Minecraft gibt es das mittlerweile, aber Reiten fehlt mir einfach, weißt du, Pferde reiten. Wir haben später Autos, für was willst du reiten? Ich finde Reiten viel geiler als Autos. Autos verpesten die Umwelt, die kosten Steuern. So ein Pferd mit dem Pferd durch die Straßen ist viel geiler. Du hast ein Lebewesen, du hast quasi einen Freund, der wärmt dich nachts, wenn du irgendwie unter der Brücke schlafen musst. Pferde sind cool. Ich mag Pferde. Pferde sind besser als Autos. Was ist los mit dir seit der letzten Folge? Ich weiß nicht. Was? Nein, ganz normal. Ich find Pferde halt geiler als Autos. Ich finde Reiten ist viel gesünder. Ich find geiler. Das ist gesünder, man ist an der frischen Luft, man verpestet nicht die Umwelt, weißt du, es ist besser. Reiten ist besser. Gut, dann mache ich mal den Graben hier wieder weiter. Mach den Graben, sonst. Also ich. Sonst reite ich dir hin, ey. Sonst reitest du auf mir. Oh, bitte. Dave. Sofort. Ich bin immer noch sprachlos. Ich baue gerade Mist, kann das sein? Ich glaube, mehr schlimmer als ich kann es nicht werden. Hä? Was mache ich für einen Mist? Huch. Nein, aber. Oh, fuck. Warte mal, hier ist ja die Mauer. Gut, aber hier ist sowieso die Hälfte explodiert, deswegen ist es schwierig, das jetzt alles zu retten hier wieder. Weil durch die Explosion ist ja auch einiges kaputt gegangen. Ja. Ich werde erstmal das hier ausbessern, alles. Mache ich jetzt eigentlich was richtig oder nicht? Ich weiß es nicht. Es ist deine Aufgabe, die Mauer zu bauen. Nee, es geht ja wegen dem Turm jetzt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Moment, das ist ja jetzt unsere Mauer. Ich habe auf jeden Fall definitiv nicht genug Dreck. Das kannst du schon mal, von ausgehen. Ich mache die Türme später, weil jetzt bin ich irgendwie gerade verwirrt. So. Wenigstens ein bisschen schon haben. Okay, das die Steine aus. Ja, mehr habe ich gerade nicht an Dreck, leider. Habe ich noch was anderes? Cobblestone, Stone allgemein. Naja, ich will jetzt nicht alles verschwenden. So. Ich hätte den Dreck auch mit aufnehmen sollen, den ich da fabriziere, deswegen. Ja, den Dreck, den du fabrizierst, genau. Gut. Baue ich das richtig? Ja. Oh. Wo bist denn du? Ich bin. In dir, nee. Oh. Nee, wo bist denn du? Ich bin noch draußen. Oh, ich versuch gerade den Stein wegzuschießen. Aber irgendwie klappt das nicht. Hä? Ach da! Ich sehe da hinten jemanden. Hallöchen. Opischen. Oh. So. Nein! Fuck!
Oh, ich habe kaum noch Essen und Trinken, sehe ich gerade. Ich habe noch ein bisschen was. Wir müssen jetzt sowieso gleich rein. Ja, ja, gucken wir mal, ob ich dann drin vielleicht den Rest aus Stein mache, den Boden oder sowas. Weil wir haben mehr Steine als Dreck aktuell. Ja, ich werde dann wahrscheinlich, weil wirklich, ja, werde ich dann aus Stein machen. Obwohl wir aus Stein machen, wir Cobblestone, glaube ich, auch, ne? Jo. Destroyed Stone. Den kann ich ja nehmen als Erde. Der ist ja kaputt. Von daher. So, liebe Leute. Jetzt könnte ich eigentlich hier so schön weiterbauen. Aber irgendwie fehlt mir hier der Graben. Du lügst. Jetzt war so der Boden. Weil ich kann ja nicht weiter. Ach, da geht's weiter. Ah. Ja. Na gut. Dann baue ich dir mal. Ich mach dir mal was aus Stein. Ja gut, wir können eigentlich den Stein gebrauchen, aber nun gut. Kriegen wir eh noch genug, wir buddeln ja eh gleich wieder. Ja. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen wollen. Also, ich muss da jetzt mal wirklich noch eine Aktion starten. Und zwar ist das ja mit dem Bohrer ziemlich laut. Ja. So, und das kommt in so ein Together-Part ziemlich schlecht, weil wir alle beide bohren, wir reden aufeinander ein und dann ist. Nein, ich bohre ja nicht, deswegen nehme ich noch die Spitzhacke, ich finde die gemütlicher. Ja, aber wenn ich zum Beispiel bohre oder zum Beispiel, ja, ja, Bohrer stimmt. Ist ja ziemlich laut. Wie wollen wir das machen? Also da frage ich jetzt wirklich die Leute, also meine Leute, deine Leute. Bohrer benutzen? Ja oder nein? Geht schneller auf jeden Fall. Es geht natürlich schneller, da kann man auch schneller Steine sammeln und so. Ich kann es ja auch so machen, dass ich den Bohrer nutze. Aber im Offscreen-Modus, dass ich halt Steine sammeln Offscreen-Modus. Weiß ich nicht. Also das müsst ihr entscheiden. Wo kam gerade die Candy Tin her? Ja, das ist Buggy ist das. Ich habe gerade Dings gesammelt hier. Ja, es ist alles hier voll noch. Siehst du ja. Ach, da oben, Candy Tins. Lol, wo kommt die denn her? Boah, jetzt. Was denn? Ja, schau mal nach unten. Du hast ja jetzt gerade das ganze Feld zerstört. Nein, habe ich gar nicht. Klar. Bin durchgelaufen und habe aufgesammelt. Ja, genau deswegen. Alles mache ich falsch. Ich gehe in die Ecke und weine jetzt. Alter! Jetzt hat er das ja auch kaputt gemacht. Boah, du, weißt du was? Ganz ehrlich, wo ist denn der Penner hin? Ach, hier! Ganz ehrlich. Also, wie gesagt, entscheidet ihr. Onscreen Hacke oder Offscreen Bohrer? Wie sollen wir Steine sammeln? Entscheidet ihr. Meinung dazu in die Kommentare. Niemals. Doch. Ich hau dich sonst wieder. Nein. Doch. Bitte. Ich bin leid, musste sein. Na gut. Geh ich wieder in Unverwundbarkeit rein. Noch nö. Komm, ich, DM on. Ich geb dir mal dein Zeug erstmal wieder hier. Scheiße, den habe ich deaktiviert, stimmt doch. Scheiße. Komm her, kriegst deine Schrotflinte erstmal. Deine Kartoffelzeugs, deine Hacke, dein Cobblestone, deine Spitzhacke. Der Rest war, glaube ich, meins. Jo. Ja. Wie sieht es eigentlich so generell im Lager aus? Also haben wir noch irgendwo Stein oder. Stein haben wir, glaube ich, mehr als Dreck, wie gesagt. Wir haben gar keinen Stein. Nur mal so am Rande. Wir haben nur Waffen und Scheiße. Und Stuhl. Und Stuhl, jede Menge Blutstuhl. Oh, lecker. Cobblestone, ja, Metall. Wie gesagt, wir brauchen. Dann buddeln wir jetzt mal ein paar Steine auf, wa? Ja. Wie gesagt, on-screen. Doch, hier ist noch ein bisschen was. Hier rechts ist noch ein bisschen was. Ja. Ah, hier. Ja, gut. Hier ist auch noch ein bisschen Stein. Grundlage haben. Ich muss das erstmal wieder sortieren. Wo ist Stein? Hier oben ist noch Stein. Ach. Mann, ey. Es ist noch blöd gemacht, ich weiß, aber ich sehe ja, die ganzen. Genau. Stein raus. Ich pack mal den Cobblestone ein bisschen weg erstmal, den brauche ich ja gerade eh nicht. Ich habe selbst noch Stein genug im Inventar. Okay. Ja, gut, dann. Ja, trotzdem, wir brauchen Stein. Eisenerz, So, da würde ich sagen, da hocken wir mal wieder, Bischewa.
Momentchen, ich sortiere erstmal ein bisschen was um. Ganz leicht. Wie das aussieht hier. Ich brauche mal die Steine weg. Ach, alle Kacke hier. Zu viel Kram im Inventar. Ja, Frauen. Typisch Frauen. Tragen immer zu viel mit. Naja. Du sortierst es irgendwie, irgendwann mal hast du ja gesagt, deswegen ich packe erstmal einfach alles irgendwann rein und es ist erstmal alles in Ordnung. Ja. Wo ist denn hin? Ach, da hinten. Ja, Stein sammeln. Auch wenn man wirklich, wie gesagt, der Bocher lieber wäre, aber das würde ich dann lieber offscreen machen. Weißt du? Ich hätte auf den Boden geschossen. Wirklich. Mit Absicht. Kannst du ein Video gucken? Ich hätte dich eingekackt. Ey, ich hab dich nicht getroffen. Doch, jetzt doch schon. So, jetzt hau ab. Schwuchtel. Oh. Erwischt? Nee. Nee, zum Glück nicht. Einen Schuss habe ich noch. Ja, wo ist er denn? Wo versteckt er sich? Der kleine Mats. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Hey, Dave. Ich tu dir nichts. Kannst rauskommen. Kannst du vergessen. Bin auch nicht blöd. So. Wie du wüsstest. Ich höre ihn. Ja. Ist der über mir? Oder unten? Ich kann es nicht genau identifizieren. Es ist. Ich sehe dich auf der Karte, auf der Minimap, aber irgendwie über mir, okay. Niemals! Der hat sich eingemauert. Nein, hab ich nicht. Das kommt aus der Wand. Ich habe aber gar keine Spitzhacke gerade. Muss mir erstmal eine craften. Bleib hier fern. Ich habe aber eine andere Idee. Was für eine Idee? Ich habe jetzt gerade voll Schiss. Die Hände schwitzen. Du brauchst keine Angst haben. Ey, wie komme ich denn hier wieder hoch, ey? Ach da. Das sagst du. Oder auch nicht, nee. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ist das ein wurstiges Labyrinth? Ich hab grad voll Schiss, ey. Ist das da? Unten? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, boah, Hände schwitzen. Was hat er gerade platziert? Ich hab gar nichts platziert. Du hast irgendwas platziert? Nein, hab ich nicht. Doch, hast du. Fuck, ich bin zu nah dran. Ah, ein Stück weiter weg. Okay, geht schon. Du hast irgendwas platziert. Huch! Na toll. Getroffen worden? Nee. Nee. Hat der ein Glück, ey. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Hier ist eine Falle! Ich komme nicht mehr... Ach, kommst du nicht mal raus? Bist du eingesperrt? Na komm, wo ist denn der? Hab ich dich... Du warst doch da direkt? Oder ist der über mir? Ich glaube, du wirst einen Spaß haben, meinen Part anzuschauen. Wahrscheinlich. Ich wüsste, wo der ist. Ich bin oben runtergefallen. Fuck. Der ist hier. Oh Gott, ich halte lieber schnell auf. Ist das ein Scheiß, ey. Wir vergeuden die Zeit, aber es ist eh nachts, von daher, wir können eh nicht viel machen, außer ein bisschen buddeln. Also ich hab Stein gesammelt, ich weiß nicht, was du hast. Naja, ich nicht. Vor allem, ich hab hier ganz reinste Gänge gebaut. Der macht sich da ein eigenes Labyrinth, der Junge. Wie komme ich denn hoch?
Alter! Das hab ist nur so Benzin! Ach, wo bist du denn hergekommen? Ja, von hier uns, ganz unten, ich weiß nicht wo, von irgendeinem Loch. Auf jeden Fall habe ich Metall gefunden und was anderes. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder hoch? Ich würde gerne wissen, wo der lang ist, ganz ehrlich. Ich muss unbedingt den Part gucken dann. Kannst du. Du wirst dich wundern, was ich alles da unten gemacht habe. Oh, gegen Orke und Trolle hat er gekämpft, in den Tiefen von Moria. Aber so sieht's aus. Das ist dir vielleicht einer, du, ey. Smaug hat er getötet schon mittlerweile. Wie komme ich mich hier hoch? Tja, das ist mein Part. Jump'n'Runs. Es ist... Au! Will er mich jetzt echt töten, oder was? Geh weg! Hoppala! Hä? Hä? Wo ist er jetzt hin? Hast du mich echt nicht gesehen? Nee. Super. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ah! Oh! Oh! Jag mir nicht so einen Schreck ein! Yes! Du schaffst immer wieder! Oh fuck! Alter! Oh wow! Hast du aufgesammelt alles? Ich hab aufgesammelt, ja. Oh fuck! Alter, so ein Jumpscare zum Ende nochmal, weißt du? Super! Super, super geil! Oh, kack die Wand an, ey! Ich konnte nicht denken, dass du raus bist. Ich bin einfach die Leiter hoch und aus dem Fenster raus. Schöne Ding. Ja, ich werde meine Freude haben, diesen Button anzuschauen. Ja. Oh ja, auf jeden Fall beide gleichzeitig parallel laufen lassen am besten, weißt du? Mein Part anklicken, sein Part anklicken, dann einfach, wenn ihr einen Monitor habt, Fenster minimieren, nebeneinander legen und gucken, was passiert gleichzeitig. Ja. Die Ansicht muss genossen werden, auf jeden Fall bei beiden. So, hier, bitte. Und du hast hier noch irgendwie was und... Ich glaube, ein Schluck Wasser oder so, aber das ist ja egal, da haben wir eh genug von. Du bist schon so ein Schluck Wasser. Oh, Alter. Ich habe gerade echt einen Schluck Wasser in die Hose gesetzt, glaube ich. So, und genau auf die Sekunde genau ist der Part jetzt auch zu Ende. Ist, jawohl, passt. Jawohl, passt perfekt, ey. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vor allem das Ende. Wieso schaffst du, ey? Was ist gemein? Na, egal. Was ist gemein? Du. Wieso? Du. Ein Schuss. Headshot. Es gibt hier Headshots? Es gibt hier Headshots, klar. Kopfschuss. Das ist jetzt irgendwie jetzt so ganz gar nicht und so. Wusstest du das noch nicht? Hier. Nein. Kriegst du deinen Kram erstmal wieder so. Auge oder auch so. So geht's auch. Behalt den Scheiß ruhig, wir haben eh genug davon. Deswegen, ja. Oder pack irgendwo ins Inventar. Gut, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 7 Tage um zu sterben mit mir, Lunetschki und dem lieben FL Dave. Auf dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski. La la la. Au. Oh. Chili.